Herzlich willkommen zu einem Teddy-Eskalations-Hall von mir. Ich bin ja dieses Jahr mega früh, was die Geburtstagsplanung der Kleinen angeht. Mir kamen ja so Dinge zu Ohren wie, oh, wenn dein Kind Geburtstag hat, du brauchst eine Motto-Party, die Kinder, die zu Gast sind, brauchen Tüten, dann brauchst du Essen, dann brauchst du Spiele. Und ich war so, what? Ich dachte, ich lade einfach so ein paar Leute hier ein und wir essen Kuchen und fertig. Naja, wie auch immer. Ich habe ja Spaß an solchen Dingen, also das einfach zu organisieren und sich ein bisschen den Kopf zu machen, ob es dann nachher funktioniert oder peng, ist mir eigentlich auch egal. Ich würde es auch gerne ein bisschen schick machen, will jetzt nicht völlig übertreiben. Also es gibt natürlich die Mamis, was ich immer so höre von Freunden, auch die in der Kita arbeiten, die machen dann eine Mega-Party, also dass dann auch für Erwachsene gleich eine Party ist und die mieten, ich weiß auch nicht, eine Hüpfburg und sonstiges, naja, wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall schon mal angefangen, bin zu Teddy gestapft und habe mal ein bisschen nach Deko gesucht. Eigentlich habe ich nach Tüteninhalt gesucht. Diese unnötigen Kleinigkeiten, die man nachher in diese Kindertüten verteilt. Da bin ich tatsächlich nicht fündig geworden. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was ich so schon mal mitgenommen habe, wo ich dachte, da kann ich nichts mit verkehrt machen. Fangen wir direkt einmal an mit so einer Girlande. Ich glaube, hier oben könnt ihr das ganz gut erkennen. 2 Euro hat sie gekostet. Die kann man ganz gut aufhängen. Ein bisschen Deko. Ja, wer mich kennt, weiß, es wird alles rosa-gold. Das ist irgendwie Standard. Deswegen gibt es bei mir auch kein Thema irgendwie, weiß ich auch nicht, Cars Party oder was es da nicht alles für Serien gibt, weil meine Kleine guckt halt keine Serien. Deswegen habe ich mich für das Thema rosa entschieden. Rosa. Ja, sorry. Ist halt meine Lieblingsfarbe. Wenn die Kleine sich später umentscheidet, mache ich auch meine Party in einer anderen Farbe. Auf jeden Fall gibt es passend dazu auch rosa Luftschlangen. Das andere zeige ich euch hier später. Dann habe ich natürlich hier selbstverständlich eine, zwei besorgt. Ich habe ja noch so eine Heliummaschine. Das passt ganz gut. Ja, dann für einen möglichen Kuchen oder eine mögliche Torte habe ich hier noch eine Zweierkerze besorgt, was man nicht alles so braucht, ne? Und ebenso, na gut, vielleicht auch ein bisschen unnötig, 3 Flamingo-Kerzen. Da habe ich mich innerlich so ein bisschen ausgelacht, ob ich das wirklich brauche, ne? Aber irgendwie dachte ich, nur die 2 oben drauf ist ja langweilig, machst noch ein paar Flamingos zu. Ja, dann gab es ein paar schicke Becher. Ja, das Clevere ist, ich bin in meiner Planung so weit, dass ich ungefähr grob weiß, wen ich einlade. Ich habe überhaupt keinen Plan, wer kommt. Deswegen ja, wusste ich natürlich auch nicht, wie viele Becher ich brauche. Habe einfach mal 3 Pakete mitgenommen, hier mit so einer Prinzessin. Halt auch in rosa, ne, wie sich das gehört. Also 3x8 Becher. Ich hoffe, das sollte reichen. Notfalls müssen die Muddis eben aus anderen Gefäßen trinken. Ja, die Kleine hat sich dann auch was selbst ausgesucht, da konnte ich wirklich nichts für. Ich habe es vorher schon gesehen und dachte so, boah, das wäre ziemlich unnötig, ziemlich. Aber sie wollte es haben, diesen Becher. Also während dann alle aus den Pappbechern trinken, hat sie diesen, ebenso dieser Teller. Qualitätstechnisch glaube ich das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Aber mal gucken, wie es aussieht, wenn ich das mal gewaschen habe. Ich meine, wenn er kaputt geht, ist nicht schlimm. Wollte sie unbedingt haben. Habe ich denen gesagt, okay. Ja, ja, ihr wisst, es ist ein wenig unnötig teilweise, aber ich gehe mal so ein bisschen thementechnisch vor. Dann habe ich natürlich zu der Prinzessin auch die passenden Teller besorgt. Ich hoffe, da sind dann auch jeweils 8 drin. Genau, dann hätten wir noch 24 Tellerchen. Ich weiß halt auch noch gar nicht, ob ich Mittag und Abendbrot mache. Also wenn euch das interessiert, wie unsere Geburtstagsparty so abläuft und was ich mir vorgenommen habe, würde ich dann nochmal ein extra Video zu machen. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich so besorgt habe. Ja, dann gab es hier noch ein paar Happy Birthday Servietten. Die sind jetzt nicht mit der Prinzessin, aber ich fand, die passten auch einigermaßen dazu. Und noch so eine Happy Birthday Girlande. Dann hat sich das auch genug girlandet bei uns. Ich finde, für 1,50 geht das. Es wird bestimmt wieder ein Mega-Akt, das selbst aufzufädeln. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr schon mal mit so einem Band. Und dann musste ich erstmal die Löcher ausstechen. Aber gut, dafür ist es ja recht günstig. Wobei die Masse nachher doch gar nicht so günstig war. So, dann gab es noch ja, 2 Konfetti-Luftballons, weil ich sie einfach selber cool finde. So Herzchen. Okay, das ist, glaube ich, das Unnötigste aus dem Einkauf, aber
Ich glaube, das sieht nachher ganz cool aus, so Deko-Konfetti, dass wenn ich so einen Tisch mache mit Kuchen und Essen, dass man das da so aus, ja, so verteilen kann und auf dem Tisch verteilen kann. Und ich glaube, es wird ganz cool. Danach werde ich mich dermaßen ärgern, weil es wird eine mega Arbeit, das wieder einzuräumen und sauber zu machen, weil es wird sicherlich nicht auf dem Tisch bleiben. Aber gut, habe ich mir selbst ausgesucht, ne? Zur Erinnerung werde ich dieses Video dann nochmal gucken, sicherlich. Und dann. Okay, wir haben noch eine Sache, die brauche ich generell. Und zwar war das Tesafilm. Das geht bei uns immer leer durch meinen ganzen Mami-Kreisel-Konsum. Ja, und dann habe ich mir ja so gedacht, ich würde ja gerne ein Spiel spielen. Kam dann ja auf die grandiose Idee, oh, man könnte ja mal Topf schlagen oder Brezelbeißen spielen, was ich noch so aus meiner Kindheit kenne. Und dann ist mir aufgefallen, das wird bestimmt nichts in dem Alter. Und kam auf die grandiose Idee, man könnte ja diese Geschenktüten bemalen. Da habe ich jetzt mal so zwei Pakete Geschenktüten gekauft. Die sind einfach ganz schlicht. Weiß wäre vielleicht besser gewesen, aber meine Güte, wir haben jetzt die. Und die werden wir dann ein bisschen verzieren. Dafür habe ich dann noch so ein paar Sticker gekauft. Die hat die Kleine sich ausgesucht. Einmal die Eulen und hier so ein paar Einhörner und Pferdchen und so weiter. Und noch ein Paket Herzchen. Also, ja, sollte das nicht so klappen, ist es auch nicht so schlimm. Ich hatte mir ja eh vorgenommen, mit der Kleinen mehr zu basteln. Da kann man die immer mal haben. Ja, dann habe ich noch dazu besorgt. Übrigens fand ich es mega teuer. Da muss man bei Teddy richtig gut gucken. Diese Glitzerstifte gibt es in 1000 verschiedenen Ausführungen zu 1000 verschiedenen Preisen. Ich glaube, das war echt das Günstigste. Normalerweise kosten so viele ungefähr schon 3 € und die ganze Packung jetzt hier kostet 2 €. Ja, da war ich mir noch nicht sicher, ob das so schön für deren Alter ist, aber ich glaube, die Mamis unterstützen ja ein bisschen und ich fand das ganz süß, mal was Besonderes. Ebenso diese Dinger. Da habe ich auch schon Angst jetzt um meine Möbel und sonstiges. Das sind so eine Stempelroller. Aber ich glaube, das ist auch ganz cool so zum Bemalen. Ich werde auf jeden Fall auch noch ein paar Buntstifte stellen. Also wem das zu heikel ist mit solchen Farben, ist ja noch nicht so für das Alter. Aber ich dachte, komm, ich probiere es mal. Ja, und dann habe ich noch, weil es einfach ein Muss ist, ein paar Wackelaugen gekauft. Die kann man da, glaube ich, auch ganz gut draufkleben. Ich denke auch, dass wir nicht nur die Tüten bekleben und bemalen, sondern vielleicht auch noch so ein bisschen was basteln. Und dann haben die irgendwie auch was zu mitnehmen. Das fand ich ganz schön. Ich hatte zuerst überlegt, also Ton zu kaufen, wo man so Handabdrücke reinmachen kann. Das wäre auch ganz schnell gegangen, aber dann muss das ja auch alles irgendwo trocknen. Und ich dachte, das wäre noch eine größere Sauerei. Zumal manche sich ja dann auch schick anziehen auf so einem Geburtstag und dann bin ich nachher schuld, wenn alles eingesaut ist. So, kommen wir zum letzten Produkt. Das ist ein Produkt, was ich für uns gekauft habe. Das habe ich bei einer anderen Mami gesehen. Bei Instagram tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es genau die Stifte sind, aber auf jeden Fall von der Art. Und zwar sind das hier so eine Stifte für die Fenster. Und die haben gekostet, oh, 4 €. Oh, ich hatte das irgendwie günstiger in Erinnerung, aber ich fand es ganz praktisch und wollte es gerne mal ausprobieren. Gerade jetzt, wo es noch so ekliges Wetter ist, wenn ich aus dem Fenster schaue, ist es, glaube ich, ganz cool und mal was anderes. Und dann kann man das hier direkt mit so einem Tuch wieder wegwischen. Bin ich sehr gespannt, wie sie funktionieren. Ja, so, das ist meine erste Vorbereitung für die Party. Also, wie ihr seht, ich habe noch nichts, was wir in die Tüten reintun können, aber sonst bin ich meiner Meinung nach schon ganz gut davor. Ihr könnt mir auch gerne noch Tipps und Tricks in die Kommentare schreiben. Ich bin sehr neugierig, wenn ihr so Kindergeburtstagstipps habt. Ja, noch ist es meine erste Planung. In diesem Sinne sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Verlinke euch hier noch meine letzten beiden Videos. Hier unten könnt ihr mich sehr, sehr gerne abonnieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.